Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem kleinen Tutorial für Fire TV, Fire TV, also Box, Stick, also 4K Box, normale Box, Stick, ist egal. Wenn ihr Kodi installiert habt oder andere Add-ons mithilfe des File Explorers, also ES File Explorers, habt ihr wahrscheinlich das gleiche Problem, dass, ich werde mal ranzoomen, dieser kleine runde Punkt da, öfters mal erscheint und dass der ziemlich nervig ist. Das werde ich euch jetzt zeigen, wie wir den komplett wegbekommen. So. Dafür müssen wir jetzt erstmal Kodi einmal verlassen. Wir gehen auf das normale Hauptmenü vom Fire TV. Ihr seht, der Ordner ist immer noch da. Manchmal ist er doch ein Blattsymbol oder was weiß ich. Ihr müsst dann zu auf den ES Datei Explorer gehen. Dort geht ihr ganz oben auf Einstellungen. Und jetzt müsst ihr gehen auf 1, 2, 3, 4, 5, 5. oder 6. von unten. Einstellung für... Was? Ach, unverankert. Das ist nicht mein Tag heute. Einstellung für unverankertes Protokoll-Widget. Da gehen wir jetzt drauf. Und da müsst ihr hier oben im obersten Punkt, gleich wo jetzt aktivieren steht, haben wir hinten einen Haken, nehmen wir weg. Und schon ist es raus. Wir können jetzt wieder raus und können jetzt zum Beispiel in, hier seht ihr, ist es weg, in Kodi. Es ist weg und wir haben dieses nervige Zeichen weg. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, Tag, je nachdem wann ihr guckt. Ein Daumen wäre nicht schlecht. Wenn ihr Bock habt, einfach auch mal abonnieren drücken, wenn euch das interessiert. Ich mache öfters sowas. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.